So, da wären wir wieder. Ich hätte beinahe gerade einen ganz schön doofen Fehler gemacht, aber ich konnte rechtzeitig noch die Kommentare lesen. Dementsprechend sind wir wieder hier vor unserer Planung. Vor dem Wegpunkt. Aber ich sehe gerade, dass der Treibstoff echt ganz schön weit runter ist. Also mit dem Zurückkommen wird das auf keinen Fall was. Tom, den Körben. Aber du kommst vielleicht hin. Also, der schwerwiegende Fehler, den ich beinahe gemacht hätte, wäre einfach die Umlaufbahn von hier aus direkt bis zu Duna zu verlängern. Das klappt natürlich nicht. Denn wir müssen erstmal in die Umlaufbahn der Sonne kommen und die Kerbin-Umlaufbahn verlassen. Und danach müssen wir was ganz anderes machen. Also ja, wir wollen jetzt... In welche Richtung drehen wir uns? Kurz mal Warp schnell. Schnell, schnell. Schneller können wir nicht. Jetzt starre ich auf einen Planeten und hoffe, dass ich die richtige Richtung sehe. Also es scheint mir eine ganz leichte Bewegung im Uhrzeigersinn zu sein. Dunaländer, wo bist du? Da. Dunaländer zeigt uns sieben. Das heißt, wir müssen nach die Richtung raus beschleunigen. Gehen wir runter. So. Erdmanöver. Eigentlich müssten wir genau andersrum fliegen, oder? Egal. Wir wollen jetzt erstmal nur raus aus der Umlaufbahn von Kerbin. So. Mehr wollen wir erstmal gar nicht. Dich hochklappen. 932 Meter pro Sekunde müssen wir aufbauen mit dem Fisselchen Treibstoff, das wir noch haben. Ja, das könnte interessant werden. Schub, schub, schub. Ausrichten können wir uns gleich. Strom haben wir auch mehr als genug. Alles gut. Also ja, hier geben wir gleich Gas, verlassen die Umlaufbahn und werden dann in Orbitrichtung, also neue Orbitrichtung beschleunigen, um unsere Umlaufbahn zu erhöhen. So. Stopp, 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 stopp. Ausrichten. Ganz langsam ausrichten. So, 9 Sekunden, Schub. So, mehr Schub, mehr Schub, mehr Schub, mehr Schub, mehr Schub. SAS an. Und gucken, wie der Treibstoff weggeht. Das Ding sieht echt abgefahren aus. Aber ja, das wird mit dem Ding auf keinen Fall... Oh, 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 oh. Keinen Fall auch nur irgendwas. Also wir brauchen einen größeren Tank oder... Ja, wahrscheinlich brauchen wir primär einen größeren Tank. Und dementsprechend auch eine stärkere Unterstufe. Und Unterstufe oder eine ganz große Stufe. Also ich werde auf jeden Fall noch mehr rumbasteln müssen. Aber Schritt für Schritt lerne ich Kleinigkeiten dazu, ist alles gut. Und die Drehung finde ich auch cool. Also dass ich so von Hand nachsteuern muss, finde ich nicht so cool. Aber es sieht cool aus. So, 450 Meter die Sekunde, das können wir noch schaffen. Und dann müssten wir mit der Landestage die Umlaufbahn um die Sonne so sehr erweitern, dass wir bei Duna ankommen. Ja, ob das mal treibstofftechnisch reicht, das wage ich eben zu bezweifeln. So, ich schätze mal noch so 10 Sekunden. Ja, schaut gut aus, schaut gut aus. Tondem sieht das irgendwie anders, aber dafür kann ich nichts. Also diese Antriebe sind echt der Hammer. Drüben wird irgendwie stärker. Komm, ich versuche mal dagegen zu steuern. Jo, 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 jo. Ja, sehr schön. Und Schub aus. Oh, wir haben so noch ein kleines Fitzelchen Treibstoff über. Sauber. Und wir sind raus. Warp, 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 warp. Warp. Immer mehr Warp. Noch viel, viel mehr Warp. So.
Das ist unsere neue Umlaufbahn. Du weg. Apoapsis. Periapsis. Das heißt, wir brennen jetzt einfach auf Periapsis in Richtung der Umlaufbahn, wie wir das gewohnt sind. Und erweitern es dann bis Duna. Also machen wir da ein Manöver. Sind die Punkte irgendwie größer geworden? Kann das sein? Oh, das wäre ein recht schöner Patch. Einfach nur diese Kleinigkeit. So. Sind wir diesmal auf der richtigen Höhe? Das war letztes Mal ein richtiges Problem. Ja, sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Braucht aber auch 892 Meter die Sekunde. Es geht. Das werden wir nicht mit dieser Stage schaffen, aber es wird ein bisschen was davon durch diese Stage schaffbar sein und der Rest auf jeden Fall mit der anderen. Dann haben wir wahrscheinlich nichts mehr zum Abbremsen und schon gar nichts mehr zum Hochkommen und schon gar nichts mehr, um nach Hause zu kommen. Aber wir waren auf jeden Fall schon mal da. Das heißt, 52 Tage müssen wir warten. Warp 100.000. Dauert immer noch ganz schön lang. Aber ja. So. Dich nehmen wir schon mal als Target. Und was die Dinger hier sind, würde ich echt gerne mal wissen. Ascending Node und Descending Node. Also ansteigende und abnehmende Node. 0,1 Grad. Ach, das war der Winkel, ne? Also der Winkel zwischen unserer Umlaufbahn und der Umlaufbahn des Ziels. Das ist dann ja echt gut. Man könnte glatt meinen, das ganze Geschlacker wäre geplant gewesen. So. Was bist du eigentlich? Tunaländer 2.3. Okay. Bisschen hier sollten wir noch ran. So. 10 Stunden ist ein bisschen viel. Oh, 22. So. Ausrichten. Dahin. Gegensteuern, 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 Gegensteuern. SAS an, auch wenn du nicht so viel bringst. Bringst gar nichts, ne? Das Ding ist schon mal. So. Mal ganz kurz Warp. So, 2 Stunden jetzt. 1 Stunde 30. 1 Stunde 40 Minuten. So. Auf die Sekunden kommst du jetzt nicht mehr an. Das heißt, wir geben jetzt Schub. Und gucken, wie die Tanks sich langsam leeren. Und wir so gut es geht auf Kurs bleiben. Jeden Moment müssen die alle sein. Wir haben schon 10% geschafft vom Schub. Mehr, 20. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, warte mal, ich habe da eine Idee. Erstmal bleiben wir kurz auf Kurs, solange bis sie alle sind. Und dann versuche ich einfach Treibstoff aus den oberen Tanks da runter zu bringen, weil die hier sind wesentlich effektiver als die da. So. Alle. Ich hätte gerne. Alt. Den da. Den da. Out. Out. Ah, was zur Hölle? Dankeschön. Ich sollte das Triebwerk vorher ausmachen. Und irgendwie ist er gut drauf. Na gut, lassen wir ihm das. So, das werden wir später wieder rückgängig machen. Das ist jetzt nur, damit wir hinkommen. Und bevor wir da ankommen und abbremsen und alles andere, ja, transferieren sie wieder zurück. Das mache ich ganz kurz im Zeitraffer, das wird sonst ein bisschen zu lange dauern. Und ich sollte mal das Schlackern in den Griff bekommen. Wow, 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 wow. Aber ja, wir sehen uns ja gleich wieder, wenn ich den Treibstoff einigermaßen transferiert habe. Bis denn. Halt an, du Miststück. So, alle 4 Tanks sind voll. Das Ding in der Mitte ist leer, ist okay. SAS aus. Zurück auf Kurs. Genau. So. Karte an. Schub.
man, das brennt alles soweit. Ja, alle vier sind an. Sehr gut. Schub, 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 schub. Ja. Also ich habe jetzt zwar 5 Minuten oder so off-camera da Tanks befüllt, aber es dürfte nicht besonders viel Einfluss auf unseren Kurs gehabt haben. Also ich denke mal, es ist okay, jetzt einfach stur wieder auf Kurs zu gehen und dann nichts neu zu berechnen. Aber schauen wir mal. Sieht soweit gut aus. Nur noch 300 Meter die Sekunde, die wir holen müssen. Oh, 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 oh. So. Gleich fertig. Da werde ich eh nochmal Zeitraffern müssen. Damit wir auch irgendwann mal einen Kontakt zu Duna haben. Das wird wahrscheinlich wieder halbe Ewigkeiten dauern. Schon ein bisschen Schub runter. ...30, 20... ...10 und aus. So. Das sieht da hinten echt gut aus. Aber ja, jetzt Warp-Faktor an. Zigtausendmal im Kreis wuseln, bis wir irgendwann Kontakt zu Duna haben. Und dann melde ich mich wieder. Also bis gleich. So, da wäre ich wieder. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, jetzt raufzukommen. Das ist wahrscheinlich die ungeduldigere Methode. Aber damit komme ich klar. Wir geben jetzt einfach hier leicht Gegenkurs, verringern dadurch unsere Umlaufbahn und sind dann schneller da, wo wir sein sollten und haben hier einen Duna-Encounter. Ich speichere mal ab. So. Wann ist der? In 3 Tagen. Das ist nicht lang, wenn man denkt, dass er jetzt schon fast 3 Jahre unterwegs ist. Schneller, schneller, schneller. So, 2 Tage, 1 Tag, wo runter. So, ausrichten. So ein Treibstoff wird echt eng, wenn wir jetzt noch für sowas das benutzen. Aber naja, sind nur 300 Meter die Sekunde. Das müsste eigentlich okay sein. So. Diesmal sollten wir auch ein bisschen näher dran sein an dem eigentlichen Fenster. Also schon wirklich warten, bis es 1 Minute vorher ist. Und dann richtig schön den Kurs halten. So, 13, 12, 11, 10, 9. Langsamer, langsamer. 1 Stunde, 50 Minuten, 40, 30, 20. So, das lassen wir jetzt runterrattern bis 1. Okay, 2 und dann werde ich langsamer im Warp. So, langsamer, 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 langsamer. 50 Sekunden, 40, 30. So, das muss reichen. Genau auf Kurs gehen und brennen. Ja. Nicht mehr lang, nicht mehr lang, nicht mehr lang. Hälfte geschafft. Schön auf Kurs bleiben, schön auf Kurs bleiben. Runter im Schub. Runter im Schub. Und aus. Weg. Ein Approach von 50.000 Kilometern. Wir werden nicht eingefangen. Ah, das ist nicht gut. Manöver. Wir müssen nur ganz leicht Schub geben auf Kurs. Okay, Manöver weg. Gehen auf Kurs. Geben leicht Schub und schon werden wir eingefangen. Ist nur die Frage, wie wir eingefangen werden, also wie nah dran und was wir alles machen müssen und. Duna Periapsis. 20.000. Oh, Periapsis ist viel zu hoch. Können wir hier jetzt schon irgendwo sehen, wie unsere. Wie das aussehen wird später? Ganz schwer. Da haben wir unseren Encounter und da fliegen wir wieder raus. Okay. Einmal rum. Wo sind wir? Wir sind da. So eine ganze Umdrehung. Ja. Also wie gesagt, 3 Jahre ist unser. Wie heißt er eigentlich? Timbum.
T-irgendwas. Kerbin. Hier jetzt drin. Keine Ahnung, was die ganze Zeit macht. Ich war AFK und hab mir ein Käffchen gemacht. Da hat er bestimmt mehr Zeit zu gehabt. Ah ja, noch ein kleiner Zeitraffer, bis wir da sind. Und dann reicht hoffentlich der Treibstoff, dass wir eine Umlaufbahn um Dunashmen hinbekommen. Landen oder Crashlanden wäre super toll. Aber langsam bezweifle ich, dass wir selbst das hinbekommen. Also eine Umlaufbahn um Duna ist mein nächstes Ziel. Aber ja, bis gleich dann.